Okidoki. Ja, roter Phönix. Okay. Ja klar, konzentrieren wir uns jetzt hier auf diese geile Show. Das machen wir auch so. Eins muss ich noch erwähnen, mein Urus war das 98. Ich hab ihn halt noch kennengelernt. Hab ich mega. So, das sieht so aus, als ob man da lang könnte. Komm, Pötchen, rein ins Wasser. Und schießen kannst du das Schwert von mir. Ja, ich weiß, dass wir noch nicht bei Nora sind, aber... Hörst du? Sieht aber aus, als ob man da so... Ja, danke. Auf der anderen Seite ist der Treppenlift, ne? Was ist hier? Geil! Meine Frau hat es mir gerade vorgelesen. Absolut geil. Herbei, 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 ihr Gegnerlein kommt, der Dante will kämpfen, bekommt doch endlich, damit sich auch das Schwert lohnt. Ah, jetzt ist es verewigt von Alexa. Siehst du, warte mal, das machen wir sogar nochmal anders. Das packe ich als Zitat mit rein, weil es einfach so geil ist. Kann ich das hier? Ja. Gehe ich mir jetzt mal. Das kommt in Zitore. Zitore. Zitort hinzufügen. So. Hier noch kurz eingeben, wer dieses nette Zitat gemacht hat. Das war das gute Spiel. Richtig umschreiben, wenn dann. So. Wups, ist ein Zitat damit reingekommen. Nach endlich habe ich das hier herbei vergessen. Ja, pff, egal. So. Ist aber in Zitate jetzt drin. Und daher alles gut. Ups. Ups. Lass mich rein, ich muss nach da oben. In den Schrein Gongagas ruht das Wissen über die Esper Kujata. Seit jeher gilt er in den regionalen Legenden als Schutzpatron des Waldes. Nach der Reaktorexplosion verbreiteten sich Gerüchte. Leute munkelten, dass sie auf den Zorn von Kujata zurückzuführen sei. Und ich habe jetzt drei Esper schon geklatscht. Ja, ich will es gern. Gerne mal nun Söhne. Aus. Okay. Das sind die Stadtmusikanten? Ja, die Stadtmusikanten von Feinde.
Frage die Stadt, wie sie finden. Die Analyse des Kristalls war erfolgreich. Ich konnte alle notwendigen Informationen aus ihm ziehen. Damit kann ich die Beschwörermaterie der Espa verstärken. So. Bin noch nicht am Ziel und wir sind hier schon am plündern und hast nicht und kannst nicht. Finde ich super. In die Richtung geht's weiter. So, und dann gibt es einen ganz simplen Weg dahin. Das Wasser treiben lassen. Hui! Mädels, runter! Kommt denn jetzt als nächstes Red? Ja, Yuffie. Ja. Nein. Mach's du gut, Tifa. Okay. Das ist krass. Dann kommt da! Hui! Das ist schon geil. Das Insektenspray oder die fette Fliegenklatsche? Das Ding muss tot werden. Mara Mimikry. Mimikry? Ist so ein Blitz. Ich sehe gerade, dass ich nicht gerade mehr so viel Energie habe. Aber Blitz kann das Ding von mir bekommen. Ah, ist das viel im Arsch. So. Hört ihr den Bug? Ja! So, Ares, du darfst mal wieder an dir selbst vollführen. Da müsste der Weg lang sein. Sieht gut aus, sieht gut aus. Ares, warte, da hinten laufen, ich will dich nicht sehen. Weg. Was? Muss ich mit dem Chocobo machen? Okay, hier kriege ich wieder einen neuen Chocobo. Guck mal, Chocobo ist in der jeweiligen Region keine Bedingungen geknüpft. Ja, bis jetzt mussten wir ja an der Piggy schnappen. Hab ja nie eins geschenkt bekommen. Clown, wusstest du, dass Waldschokobos Pilze als Sprungbrett nutzen? Nein! Was nicht so arscht! Hätten wir uns nicht erahnen können. Hätte ich nicht hier mit meinem Wagen langfahren können? Na guck mal, man ist noch nicht mal in diesem Dorf angekommen und sieht schon, dass es Nebenmissionen am schwarzen Brett gibt. Seht mal, Gonga-Pilze und gleich so viele auf einmal. In Midgar kosten die ein kleines Vermögen, aber hier wachsen sie überall. Verstehe. Was habt ihr hier zu suchen? Aber du...
Was ist? Vergiss es. Hab dich mit jemandem verwechselt. Jetzt sagt mir, wer ihr seid. Und was ihr hier wollt. Wie Mitglieder des Forschungstrupps seht ihr nicht aus. Wir wollen den Reaktor sehen. Besichtigen, meine ich. Verstehe. Dann willkommen in Gongaga. Ich bin Sisney, Chefin der Jugendwehr. Wir wollten euch nicht erschrecken, aber wir bewachen das Dorf. Zurück auf eure Posten. Ma'am! Von dem Hügel aus könnt ihr den Reaktor gut sehen. Da ist auch die Gedenkstätte. Besten Dank! Hier lang. Okay, Hütchen, Folge der Frau. Unser Dorf ist ein ruhiger und friedlicher Ort. Und das soll auch so bleiben. Klar, und deswegen läufst du auch durch das Blumenbeet. Allerdings sorgt sie auch dafür, dass wir kaum Besucher bekommen. Ich weiß nicht, wann sich zuletzt jemand hierher verirrt hat. Also wir haben uns nicht verirrt. Die Katze hat es uns gesagt. Veraltet. Hätte man sie nur regelmäßig gewartet, wäre dieser Unfall nie passiert. Typisch Shinra wieder. Aber sie haben auch die Gedenkstätte errichtet. Sieht dem gar nicht ähnlich, so ein Denkmal. Das Team für den Wiederaufbau hat sich ins Zeug gelegt, nicht? So ein hübscher Stein. Spricht sie aber trotzdem nicht von ihren Sünden frei. Ihr seid doch sicher müde. Bevor ihr zum Reaktor geht, solltet ihr euch ausruhen. Lieben gern! Das dort ist mein Haus. Es gibt auch ein Gästezimmer. Nutzt es ruhig. Na, das Angebot nehme ich gerne an! Ich werde mich etwas im Dorf umsehen. Eine Pause würde dir auch gut tun. Und jetzt wieder die Stelle, wo man mit den Leuten quatscht. Oh. Sag mal, wann ist das mit dem Karussell? Boah, so lange darf ich mit den anderen nicht quatschen. Oh, ich darf nur mit Tifa quatschen. Oh, so gerne mit Red quatschen. Oh, der Fototyp wieder. Das ist alles. Schön, dich wiederzusehen. Ich bin ein richtiger Glückspilz. Komm, machen wir ein Foto. Ein Restaurant hat mich gebeten, ein paar Fotos für ihre neue Speisekarte zu schießen. Sie möchten nämlich gerne einige gut in Szene gesetzte Gonga-Pilze drauf haben. Aber natürlich möchte ich die Gelegenheit auch nutzen, die einzigartige Landschaft hier abzulichten. Vielleicht kannst du mir ja eine gute Stelle empfehlen. Okay. Tifa! Wo ist Tifa?
Dass man das auch so nicht sieht dann, ne? Das vielleicht eine blaue Punkt? Ist das ein blauer Punkt? Ja, sonst noch irgendwo einen blauen Punkt? Nö. Wobei hier beim Grab sieht man ja auch keinen blauen Punkt. Ey, ist das nicht das? Ja, auf der Suche nach der Frau. Tiefer. Das sieht schon herrlich hier aus, ne? Okay, hier ist der Chocobo grün. Der schimmelt schon. Gut. Oh, scheiße, ich habe Eris gefunden. Nein, nicht so, nichts mit Hauptstory. Nein! Ich hab sogar den Stick mit beiden Daumen runtergedrückt. Animoku! Kennt ihr das auch mit Kakaoku? Also die Frage in die Runde? Ja, Kakaoku. Kakaoku, Milchkuh und dann gab's noch eine. Nee, keine Schlagseite. Also, die normale Milchkuh, die ist ja nochmal schwarz-weiß. Und eine braun-weiße, das ist die Kakaoku. Affiku. Die Milchkuh kennt man ja. Die ist lila, genau. Seht ihr von hier nirgends mehr? Red habe ich gesehen, Red habe ich gesehen. Ja. Links, rechts. Ich bin von da gekommen. Ach, da! Wow, ich habe in die Richtung geguckt, aber nicht dahin. Die passt sich der Umgebung an, es ist halt. Günther sagt Schokolade. Wenn man Pilze so trocknet, geben sie später ein gutes Aroma ab. Man kann sie in Suppen oder in Eintöpfen verwenden. Oder auch in einem Pilaf. Was magst du davon am liebsten? Einfache Suppe. Ich glaube die Suppe. Das ist am einfachsten. Eine leckere Suppe zu kochen ist schwieriger als du denkst. Dürfte ich nochmal? Seine Gerichte nach Lust und Laune mit Gonga-Pilzen würzen zu dürfen. Was für ein Luxus. Gonga-Pilze sind die Was wäre denn hier die richtige Antwort gewesen? Speichern, laden. Wo war da laden? Beschützer des Planeten. Das laden wir jetzt nochmal. Will das jetzt wissen? Das ist also der berühmte Gonga-Pilz. Wild wachsend. Bei uns gibt's gutes Gemüse. Jetzt wissen wir, wo es ist. Jetzt wissen wir, wo es ist. Nicht die Suppe, ja, ja! Warte, wenn ich dich nicht hätte. Wenn man Pilze so trocknet, geben sie später ein gutes Aroma ab. Man kann sie in Suppen oder in Eintöpfen verwenden. Oder auch in einem Pilaf. Was magst du davon am liebsten? Nehmen wir mal Pilaf. Pilaf? Was ist denn das bitte? Du kennst das nicht? Das ist Reis, der mit Brühe aufgekocht wird. Am besten probierst du das mal selbst. Ich bin mir sicher, okay, das ist es nicht. Dann ist es A. A, B, keine Ahnung. Gut, nehmen wir die andere. Kein Problem. Wir laden.
Vielleicht war einfach das Water Tree. Das könnte auch sein. Das ist also der berühmte Gonga-Pilz. Das gemeint, dass ich mit den anderen nicht reden darf. Wobei, ich darf ja mit den anderen reden, aber dann ist es purer Zufall, wer mit mir dann auf das Date geht. Ne? Aber ich will ja, dass Tiefer mit mir auf ein Date geht. Weil ich nämlich die Befürchtung habe, dass selbst wenn wir mit allen dann so super sind, dass es Eris wird und das will ich nicht. Wenn man Pilze so trocknet, geben sie später ein gutes Aroma ab. Man kann sie in Suppen oder in Eintöpfen verwenden. Oder auch in einem Pilaf. Was magst du davon am liebsten? Da unten ist der Eintopf. Den Eintopf, glaube ich. Stimmt. Mama hat immer davon geschwärmt. Sie fand die Eintöpfe deiner Mutter einsame Spitze. Davon musst du mir demnächst mal genauer erzählen. Ich dachte, weißt du, bei den anderen ist das immer dann grün, wenn es so richtig super geil ist, ne? Aber war eigentlich egal, okay. Ist egal, was man antwortet. Also es gibt dann wieder so diese super Dinger, weißt du, wo du dann so ein grünes Ding bekommst mit so super verbessert. Hey. Willst du wissen, mit wem mein Arbeitskollege das Date hatte? Ja! Mit Barrett! Am Männerabend. Oder mit der Katze. Erzähl! Wir wissen. Mit Red. Ah, cool! Okay, ich muss ja jetzt hier rein, ob ich will oder nicht. Wenn ich jetzt... die Eltern werde ich ja jetzt nicht kennen. Die kennen wir ja schon. Kann man nicht einmal in Ruhe Albträume haben? Wer seid ihr? Sie ist nah. Die Verschmelzung der Welten. Die Reunion. Beeil dich, Cloud.